Probieren wir es nochmal. Jetzt habe ich im ersten Versuch über nichts anderes gesprochen als über mein Stillkissen. Na, das war ja hilfreich. Also, mal schauen, ob jetzt das Live hält oder mich wieder rauswirft. Oh, Gott will. Ja, ich schaue ein bisschen zerrupft aus. Haare sind noch nicht gewaschen. Wird noch passieren. Ich verspreche es, aber jetzt mal wurscht. Genau. Warum das Facebook Live? Jetzt so zum Titel. Was ist, wenn man was anders machen will und so weiter. Und ich habe mir das also heute mal wieder so diese Eingebung gehabt. Wahnsinn, was man eigentlich schon so mit sich selbst anfangen kann. Und grundsätzlich ging es mir dann darum, also ich habe gestern echt einen super schlechten Tag gehabt. Ich habe wenig geschlafen, bin ein bisschen spät heimgekommen, dann habe ich relativ lange gebraucht, um einfach so runterzukommen. Kennt ihr das, wenn ihr ein bisschen später heimkommt und dann irgendwie noch so aufgedreht seid und so? Und am nächsten Morgen ganz normal aufgestanden und ja, offensichtlich ist es nicht so. Ich habe jetzt momentan keine Toleranz für wenig schlafen und ich war den ganzen Tag so richtig mies drauf. Ja, dann weiß ich, es ist jetzt Portaltag und was weiß ich was. Merkur ist rückläufig und großes Drama und lustig, bei viele Leute, glaube ich, haben momentan so das Gefühl, es gehen so viele Kleinigkeiten gerade schief. Es ist jetzt nichts total Orges zum Teil, aber es ist einfach total nervig. Und ich war nicht so gut drauf. Das haben wahrscheinlich die meisten gar nicht so mitbekommen, weil lustigerweise, wenn ich mit jemandem gerade zu tun hatte, dann ging es mir auch ganz gut. Aber so sonst mittendrin hatte ich einfach so das Gefühl, ich bin überhaupt nicht auf der Höhe. Und dann haben wir gedacht, naja, aber woran kann das immer liegen? Ja, klar, schwierige Zeit. Kann ja auch einmal schwieriger sein, dass man sich nicht ganz so wohlfühlt. Aber was löst das dann aus, dass man so reinkippt in dieses nicht so wohlfühlen? Und dann haben wir gedacht, na, ich habe die letzten 2 Tage mich nicht so super ernährt. Viel Blödsinn gegessen, viel Zucker gegessen. Momentan stehe ich noch mehr auf Zucker. Ich habe überhaupt jetzt gerade überhaupt keine speziellen Gusteranfälle, irgendwelche Cravings sozusagen. Gibt es ein deutsches Wort auch dafür? So Gelüste. Aber ich esse halt gern immer wieder was. Und naja, das ist dann halt meistens nicht so das Optimale. Ich dachte, okay, viel Blödsinn gegessen in den letzten Tagen. Und dann ist mir auch eingefallen, und jetzt eigentlich die letzten 2 Tage nicht meine Vitamine brav genommen. Und das merkt man einfach, ja. Und vergesst nicht, unsere Körperchemie ist natürlich auch unsere Hirnchemie. Und das beeinflusst uns einfach. Und es gibt ja die Dr. Hinze, das ist eine Psychologin aus den USA, die hat in London sogar noch einmal irgendeine Masterarbeit oder irgend sowas geschrieben. Und deren Studie war zum Beispiel, depressiv Erkrankten, also mit Diagnose, Depression, Angststörungen und so weiter, alles Mögliche war dabei, den Lifelong Vitality Pack, unsere Nahrungsmittelergänzungen, zu geben. Es gab eine ganz, wie das ist bei einer Studie, eine Versuchsgruppe und eine Kontrollgruppe. Und das Schwierige war dann, ich habe sie mal erlebt, also beziehungsweise mich mal mit ihr unterhalten, darüber gesagt, die Placebos herzustellen. Das musste ja alles genau gleich ausschauen. Aber auf jeden Fall, und das war gar nicht mal so lang, ich glaube, es war nicht mal ein Monat, wenn es nicht sogar eben nur 2 Wochen oder sowas waren, 2 Wochen oder ein Monat, so in etwa in dem Radius habe ich das in Erinnerung. Und die Leute wussten ja nicht, was sie nehmen. Sie wussten nur, ja, ich nehme da was, einfach bin Teil einer Studie, sonst keine Medikamente, schauen wir mal, wie es mir geht. Und alle in der Gruppe, die Nahrungsmittelergänzungen, diesen Lifelong Vitality Pack genommen haben, denen ging es einfach besser. Manche extrem besser, manche ein bisschen besser. Aber immerhin. Und es waren sogar Leute dabei, die gesagt haben, okay, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich würde das gerne einfach weiternehmen, weil es ging mir einfach so gut damit. Und das haben wir dann auch gedacht. Also, ja, okay, ich meine, momentan, ich habe halt auch einen erhöhten Nährstoffbedarf, noch ärger als sonst, muss ich einfach mehr drauf achten. Habe also, ich habe ihn ein bisschen hier, wie gesagt, für alle, die meinen ersten Versuch des Live-Übertragens nicht gesehen haben, ich bin gerade im Bett, bin auch schon ein bisschen müde, aber ja, habe es da gemütlich mir gemacht. Das ist so dieser Lifelong Vitality Pack, der besteht eben aus 3 Dosen, aus einem Vitamin-Mineralstoffkomplex, aus einem Omega-3-Komplex, wo ätherische Öle drinnen sind, gerade die so antioxidativ und so ganz großartig sind, und dann noch so einem Energiezellkomplex. Und ja, dann habe ich mir die eingeworfen, das mache ich dann auch jetzt dann noch gleich, bevor ich, also wenn ich dann fertig bin, und habe mir auch die Kinderprobiotika, weil auch die Darmflora ist ja ganz, ganz wichtig, so für unsere emotionale, seelische Ausgeglichenheit. Auch da weiß man zum Beispiel, wenn man bei Tierversuchen einer Rattenkolonie die Darmflora durch Antibiotikagaben zum Beispiel zerstört, dann verändern die ihr Verhalten. Und da gibt es sogar noch eine Studie, einen Versuch, der total krass ist, wo man
eine eher schüchterne Rattengruppe hat und eine, die, oder sind es Mäuse, vielleicht sind es auch Mäuse, also verlasst euch jetzt nicht, ob es Ratten oder Mäuse sind, kleine Nagetiere. Und also eher eine schüchterne und eine sehr, ja, neugierige, sehr mutige Gruppe, sagen wir mal so. Wenn man deren Darmkulturen dann kultiviert und der jeweils anderen Gruppe einsetzt, ändern die auch ihr Verhalten. Genau das ist nämlich auch passiert, als man zum Beispiel die Darmflora von den gesunden Ratten, einem Teil, die zerstört hat durch Antibiotikagaben, die haben eben ihr Verhalten verändert. Die sind mehr scheuer geworden, haben sich nicht ganz so schnell getraut, in diversen Versuchen ihr Futter zu holen und so. Und ja, wenn man das von sich selber dann beobachtet, dass man in manchen Situationen auf einmal, ich weiß nicht, ich bin so gar nicht bei mir, dann kann das, wie gesagt, natürlich äußere Einflüsse, persönliche Sachen, klar gibt es immer irgendwelche Trigger. Aber warum triggert uns das manchmal mehr als zu anderen Zeiten? Und auch wenn kosmische Einflüsse und so weiter. Auch das geht manchmal ganz leicht an uns vorbei und in anderen Momenten ist es total schwierig für uns. Und da hilft das schon, einfach eine gute Basis zu haben. Eben mit den Nährstoffen gut versorgt zu sein und die Darmflora auch gut aufgebaut zu haben. Das sind, wie gesagt, die Kinderprobiotika. Die schmecken wie so ein Brausepulver. Die sind total lecker und easy zum Einnehmen. Das sind spezielle Kulturen, also ein paar drin, die auch wir Erwachsene haben. Dann sind aber ein paar Kulturen drinnen, die gerade für Kids eigentlich so wichtig sind, mit denen sie am besten auf die Welt kommen sollen. Was ja jetzt auch nicht schadet. Also grundsätzlich geht es ja auch darum, ich bin ja jetzt auch gerade verantwortlich dafür, noch jemanden, der bald in die Welt kommt, eine gute Darmflora mitzugeben. Und ja, daher versuche ich ein bisschen noch mehr darauf zu achten. Und wie gesagt, das ist ja für meine persönliche emotionale Ausgeglichenheit auch super, super wichtig. Ja, ansonsten die Öle natürlich. Ja, also ich meine, die Öle sind, kann man natürlich für vieles Langfristiges einsetzen, aber sie sind halt super Helfer in der Situation. Das hier ist für mich dieses wirklich die Basis aufbauen. Wenn ich total unterversorgt bin, ja, klar kann ich Öle schmieren, die mir Energie boosten und so, aber das ist Symptombekämpfung. Das ist eigentlich nicht das, auf was wir hinwollen. Wir wollen ja schauen, dass es uns grundsätzlich viel besser geht. Und da stehe ich ja momentan so ganz, ganz arg. Eigentlich immer schon, aber immer, also jetzt noch mehr auf Wild Orange. Das hat mir auch gestern dann immer mal wieder unter der Nase so. Und so, solange man das riecht, geht es einem auch super. Auch danach geht es ein bisschen besser. Aber wie gesagt, da wusste ich, da ist noch ein bisschen irgendwie mehr los. Und dann haben wir heute gedacht, ach, um jetzt auf den Punkt eigentlich zu kommen, für gerade so Leute, die irgendwie nicht so recht wissen. Ja, ist jetzt Ölezeit und ich möchte jetzt was anderes machen. Das Frühjahr, der Frühling ist ja immer so eine Phase, wo man eigentlich so das Gefühl hat, aber jetzt mache ich was anderes. Es ist so ein bisschen um Jänner herum, klar, Neujahr, man möchte irgendwie neue Sachen sich angewöhnen. Und dann ist es, finde ich, nochmal so im Frühling, wenn man so richtig Lust drauf bekommt, vor allem dieser Winter. Oh Gott, dieser Winter. Ich weiß nicht, ob es nur mir so gegangen ist, aber mir ist dieser Winter so extrem ultra mühsam vorgekommen. Ich hab noch nie so geraunzt, glaube ich, in meinem Leben über einen Winter wie heuer. Es reicht mir echt schon. Ich bin super, super frühlingshungrig. Und ach, ich wollte auf irgendwas hinaus damit eigentlich. Das ist nicht mein Schwangerschaftshirn. Das war vorher schon so, dass ich mich so schnell verplaudert habe. Was, ah ja, genau. Klar, man möchte was anderes machen. Sowas. Man möchte dann im Frühling dann auf einmal, man sieht, okay, es wächst alles, es entwickelt sich alles. Da kriegt man natürlich selber auch so diese Lust. Jetzt mache ich auch was anderes, jetzt wachse ich auch in einem gewissen Bereich. Und oft immer die Vorträge machen. Ja, ich bin ja ein totaler Verfechter auch von Kids. Ich meine, was ist, wenn ich einen Vortrag mache? Klar, ja, danke für ein lachendes Smiley. Solche Sachen. Wie gesagt. Ich finde nämlich auch, klar, es ist interessant, wenn man hört, was kann man alles machen mit natürlichen Substanzen, wie kann man ätherische Öle in den Alltag integrieren. Aber sagen wir uns ehrlich, wenn man die ätherischen Öle nicht daheim hat, dann kann man nichts anwenden im Alltag. Also es ist wichtig, auch gute, die besten ätherischen Öle zur Hand zu haben, um auch wirklich was zu verändern im Leben. Und da haben wir oft so kleine Hausapotheke und ein bisschen größere, auch mit Diffuser und Flaschengröße und so weiter. Und ich bin selber so batscht und vergesse total oft auf eigentlich auf dieses Family Wellness Kit. Weil manchmal auch bei so einem Vortrag, so einem Basisvortrag für Öle, gar keine Zeit ist, über die Vitamine zu sprechen. Aber ich empfehle es total gern, wenn Leute dabei sind, die sagen, mir geht es einfach so prinzipiell nicht gerade so prickelnd und ich tue mir schwer, immer in der Früh aus dem Bett zu kommen und so. Oder ich bin ständig überreizt. Das habe ich schon mehrmals gehört von Männern oft, die dann sagen, hier, wenn ich den Lifelong Vitality Pack nehme, ich gehe nicht so leicht an die Decke.
Und von Frauen teilweise auch so, naja, meine Familie merkt es, wenn ich es nicht nehme, weil ich dann viel reizbarer bin. Ja? Und die Dosierung, da kann man noch ein bisschen herum. Das ist dann eine individuelle Sache. Aber grundsätzlich, die meisten von uns vertragen das schon. Ja? Und das ist auch, Aflac Vitality Pack ist auch nicht mega, mega überdosiert, sondern das ist eigentlich in einer sehr vernünftigen Dosierung. Also manche Sachen, die wir brauchen oder die in unserer Kultur, der wird nämlich pro Kontinent auch anders hergestellt. Ja? Also die Europäer haben einen anderen Aflac Vitality Pack als die Asiaten. Weil wir essen zum Beispiel sehr, sehr viele Tomaten und solche Sachen. Das hat man halt in Asien, Ketchup und sowas. Ja, mittlerweile ein bisschen mehr, aber trotzdem nicht ganz so viel wie bei uns. Und obwohl wir auch dasselbe, glaube ich, haben wie die Amerikaner. Und ja, das heißt, wenn man wirklich was verändern will, dann sollte man sich ein bisschen auch vielleicht manchmal das Big Picture anschauen. Und ich dachte, das ist vielleicht mal wieder, es wird jetzt der von euch hören, für den es zutrifft auch. Wenn ihr was beginnen wollt jetzt und echt jetzt der Meinung seid, jetzt starte ich neu, jetzt verändere ich was, mir geht es einfach viel zu wenig gut und man gewöhnt sich ja sehr schnell dran an diesen nicht so tollen Status. Dann denkt mal drüber nach, ob dieses, ich habe es ein bisschen weiter oben gepostet, dieses Family Wellness Kit nicht oder dieses Starter Set nicht eine Option für euch ist einfach. Ihr habt eh oben aufgelistet, was alles dabei ist. Eine kleine Hausapotheke, dann ein Lifelong Vitality Pack ist eben dabei, dann sind die On Guard Produkte dabei. Und ich würde dann einfach noch empfehlen, dazu zu nehmen ein Fläschchen, ups, Wild Orange, die wilde Orange. Weil ihr dann nämlich den Bestellwert habt ihr jetzt nur noch im März, also das heißt jetzt nur noch 2 Tage eigentlich, bedeutet, dass ihr den Immortell Roll-On geschenkt bekommt. Und über den könnte ich eigentlich eine ganze Stunde allein reden. Der wird als Anti-Aging-Mischung verkauft, was zwar toll ist, weil er für die Haut nämlich ein Bombenöl ist, aber das wird ihm gar nicht gerecht. Ich meine, da ist drinnen Sandelholz hawaiianisches, es ist Weihrauch, es ist Myrrhe, es ist Strohblumen, die Helichrysum drinnen, es ist Lavendel auch drinnen, es ist sogar Rose drinnen. Das sind super, super Poweröle für die Energetiker oder Therapeuten, welcher Art auch immer unter euch. Das ist ein Öl, das schwappt da mal, also das fahrt da mal gescheit auch ein. Im positiven Sinne, aber durchaus im positiven Sinne. Und das gibt es halt jetzt nur noch ab einem gewissen Bestellwert, ab 200 Punkten, es entspricht in etwa 220 bis 240 € Warenwert, gibt es denen geschenkt. Das heißt, wenn ich nehme Family Wellness plus ein Wild Orange, kriege ich einen Immortell geschenkt. Das Einzige, was halt fehlt beim Family Wellness Starter Set, ist ein Diffuser. Gut. Kein Problem. Ich würde euch einen Diffuser drauflegen, wenn ihr einfach beschließt, dass ich diejenige sein darf, die euch mit Rat und Tat zur Seite steht, die eure Öle-Ansprechpartnerin ist. Wie gesagt, gern gibt es von mir einen USB-Diffuser dazu. Ich sage mal ungefähr vergleichbar mit diesen hier. Vielleicht ein kleines bisschen größer, vielleicht ein bisschen anderes Design. Ja, ich starte mich jetzt sowieso wieder aus mit ein paar so USB-Diffusern. Das finde ich ist immer mal wieder so ein nettes Geschenk. Oder brauchen manchmal Leute immer wieder, hat halt einen USB-Anschluss. Das heißt, entweder man tut dieses Handy-Ladeding, steckt dann einfach ein, dann hat man einen normalen Steckdose, man steckt seinen Laptop an den Computer, an die Powerbank, was auch immer. Die passen auch ins Auto, wer einen USB-Anschluss im Auto hat, so in den Getränkehalter einfach rein, ist super cool. Also das würde ich sogar noch drauflegen. Ich hatte einfach diesen Drang, das Angebot jetzt nochmal rauszubringen für die nächsten paar Tage, weil, ja, vielleicht fühlt sich hier jemand von euch angesprochen und es wird dann schon jemanden von euch auch genauso treffen. Aber das sind halt so die Sachen, über die man sich jetzt ganz besonders, finde ich, Gedanken machen kann. Und On Guard, ich habe vorhin im obersten Titel vom ersten Video noch was geschrieben, von wegen gesprungene Hände. Die On Guard Zahnpasta ist super, die On Guard Beadlets, wo dieses Immunöl drin ist. Und ich brauche jetzt gar nicht über die Öle reden. Das ist so ein eigenes Thema für sich. Da würde ich euch sowieso einlernen, einschulen bis zum geht nicht mehr. Also da braucht ihr keine Angst haben. Ihr wisst garantiert sehr, sehr schnell, was ihr mit welchem Öl machen müsst. On Guard habe ich jetzt gelernt. Also ich habe so eine Kunden- und Vertriebspartner-WhatsApp-Gruppe. Das ist super cool. Da werden immer Tipps und Tricks ausgetauscht, es werden Fragen gestellt und jetzt letztens hatten wir eine Woche, wo sehr viele Leute einfach Erlebnisse reingepostet haben. Und das war der Wahnsinn. Und On Guard ist so häufig vorgekommen. Das war so häufig von den Leuten eine der Top-Rückmeldungen, so eins der Öle, ohne die man gar nicht mehr sein will. Und diese On Guard-Produkte, die auch dazu gehören, das ist auch für mich was ganz, was Wichtiges. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich über eine Handwaschseife so schwärmen kann. Aber ich hatte das früher, also als ich auch noch meine Kraniosakralpraxis hatte, hatte ich den ganzen Winter immer mega aufgesprungene Hände, eben so zwischen den Fingern, die Knöchel, also ganz, ganz fürchterlich, weil man sich halt häufig am Tag die Hände wascht. Und das mache ich auch jetzt noch.
Vor allem jetzt die ganze Grippesaison und so. Und ich habe ja da ein eigenes Ding drüber gemacht, schon Immunsupport, was ich gemacht habe, um mir nicht die Influenza einzuholen, die mein Mann hatte. Und er hatte auch kurz davor diesen Norovirus, diesen Brechdurchfall. Und ich hatte jetzt so gar keinen Bock drauf. Und dachte, oh Gott, nein, schwanger und mit Grippe liegen, das ist einfach keine gute Idee. Und habe es aber echt geschafft. Und da war sicher dieses regelmäßige Händewaschen und OnGuard verwenden und sowas, was ganz was Wichtiges für mich. Und ich weiß nicht, ich muss noch mal zählen, aber ich sage jetzt mal so 30 Mal am Tag die Hände waschen ist wahrscheinlich gar nicht mal so arg übertrieben. Vielleicht sind es nur 20, 25 Mal. Häufig eigentlich. Also immer, wenn ich auch draußen war und ja, wie gesagt, wenn ich vom Einkaufen zurückkomme, bevor ich was einräume, wasche ich mir die Hände. Nachdem ich es eingeräumt habe, wasche ich mir die Hände. Und meine Hände sind aber sowas von normal. Also ich merke es jetzt dann wieder ein bisschen bei der Gartenarbeit, wenn ich viel in der Erde bin, beziehungsweise so raue Gartenhandschuhe anhab. Ja, dann kann ich mal hin und wieder eine Lotion verwenden, natürlich eine auf natürlicher Basis, doTERRA Rosenhandlotion, und dann ist es auch wieder gut, aber das muss ich ja nicht unbedingt jeden Tag machen. Und diese OnGuard-Handwaschseife, dieser Handwaschschaum, ist so mild und trotzdem so stark. Also er killt das, was wir nicht wollen, aber trotzdem bleibt meine normale Hautbarriere erhalten. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist mit vielen so ganz argen Desinfektionsseifen ja schon ein ziemliches Problem. Die killen ja nicht nur das, was wir loswerden wollen, sondern die bringen uns ja die ganzen guten Keime auf der Haut auch um, wenn wir das so richtig einfach drüber fahren und alles kaputt machen, auch die ganze Hautflora. Also da auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Allein das ändert wahnsinnig viel. Und das ist schon, also man glaubt gar nicht, dass es für ein Lebensqualitätsgewinn ist, wenn die Hände nicht ständig aufreißen und bluten. Schon cool auch. Und ja, Zahnpasta, super für mich. Ich könnte über jedes Produkt jetzt ewig lang reden, aber um das geht's gar nicht. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, Fragen gibt es von euch wahrscheinlich von den meisten eh nicht, weil ich weiß, ein paar von euch, die hier dabei sind, die haben ja selber schon gute Erfahrungen auch mit den Produkten gemacht. Also dann ruhig, ruhig einfach in die Kommentare und so weiter schreiben, auch ruhig noch Fragen schreiben. Wie gesagt, schaut euch das Angebot an, ich werde es dann nochmal posten, aber wenn jetzt so diese, okay, ich probiere es jetzt, ich riskiere es jetzt echt mal, und ich mein, man kann auch mit kleineren Packages anfangen, gar keine Frage. Also meist unter 150 Euro dabei, mal so die Grundausstattung an ätherischen Ölen. Aber wie gesagt, wenn man echt so das Gefühl hat, es muss sich jetzt was ändern, so möchte ich gar nicht, dass es weitergeht, dann würde ich schon diese Sache hier auch mit inkludieren. Probiert es für einen Monat. Das ist eben, man kann mit halber Dosis 2 Monate auskommen. Und auch da merkt man meistens schon was. Kommt immer darauf an, wie es einem geht. Aber grundsätzlich, so halbe Dosis kann sich schon mal ausgehen. Und nach einem Monat, also bis jetzt hat fast noch jeder was. Was heißt fast? Ich glaube, ich habe immer von jedem was gehört eigentlich, dass sich was verändert hat. Das Lustige ist, manchmal merken es die Leute gar nicht, dass es ihnen so viel besser geht. Sagen, ja, ich glaube, ich fühle mich schon etwas wohler. Und dann setzen sie es aber ab, weil sie so denken, naja, aber es war der Unterschied so groß. Und dann auf einmal kommen sie wieder ins Normale, das, was vorher normal war, zurück und denken sich, oh, so will ich das nie wieder haben. Also, ja, denkt einfach mal drüber nach. Wenn es noch Fragen gibt, einfach in die Kommentare schreiben. Das war mir jetzt so hier gemütlich auf meinem Stillkissen-Thron, war mir das eine. Einfach ein Bedürfnis, da ein bisschen drüber zu reden und zu schreiben. Weil es muss einem nicht so mittelmäßig halb gehen. Also, es geht wirklich, wirklich besser. Und wie gesagt, Körperchemie ist gleich Hirnchemie, und je besser das funktioniert, desto besser funktioniert man, desto besser ist man drauf, desto weniger hat man auch diese düsteren Gedanken, die einen ja manchmal schon relativ lang verfolgen können. Und wie gesagt, da können wir in Körpertherapien gehen, da können wir Öle schmieren, was wir wollen. Wenn halt die Grundbasis nicht passt, dann tun wir uns alle sehr schwer, da wieder ein bisschen rauszukommen. Das ist einmal so der Grundgedanke. Und naja, ich wünsche euch einen ganz, ganz super schönen Abend. Alles Liebe und bis bald!